die Leute wollen keine Verkehrswende. Du hast es gesagt, ich fahre super geil mit dem Auto hierher, ich bin schnell, wenn es regnet, ist auch egal. Ist Verkehrswende wirklich echt ein Burner? Also wir haben hier einen einfachen Seecontainer, der ist super einfach und unkompliziert auf- und abbaubar. Wir haben hier eine Abstellfläche für 8 E-Bikes inklusive der gesamten Ladetechnik. Ist das euer Ernst? Sollte es so bleiben oder kommt dann noch mehr? Versuchen wir nicht, das Auto zu ersetzen, sondern wir versuchen, das Auto in eine intelligente Reihung von verschiedenen Verkehrsmitteln zu bringen. Hallo Nathalie. Hi. Ich hab's geschafft. Grüß dich. Hallo, sehr ja, schön. War anstrengend die Fahrerei. Berlin, okay. Kannst du dir ja vorstellen, ja. Aber jetzt bist du da. So sieht's aus. Magst du laden? Immer gerne. Okay. Sehr und gut. Dann halten wir hier nur noch die Karte vor. Nathalie, erstmal schönen Dank, dass ich mich hier anschließen konnte gleich. Sehr super Service. Sowas erwartet man ja hoffentlich später mal an den Tankstellen, ja, so ein Lade. Wie ist das eigentlich hier? Lade ich jetzt hier Solarstrom? Die meiste Zeit über ja. Wahnsinn. Wenn die Sonne nicht scheint, dann natürlich nicht. Aber genau, also ich glaube, ein Großteil ist tatsächlich Solarstrom. Wir haben drin in der Simobase auch eine Anzeige darüber, wo du das Wahnsinn. Tatsächlich nochmal sehen okay. kannst. Gibt es ja schon einen Batteriespeicher für sowas? Haben wir auch, ja. Wahnsinn, perfekt, alles klar. Ich bin ja mit Frank-Christian verabredet. Wo ist der denn eigentlich? Soweit ich weiß, ist der noch gerade in der Simobase drin. Na, dann wollen wir mal gucken, dass wir ihn rausholen. Ja. Frank-Christian, grüß dich. Moin, moin. Moin, moin. Alles gut bei dir? Na Julian, danke, gut. Danke, dass wir hier sein können. Heute ist ja Wahnsinn Sonne und ich denke, wollen wir mal in den Schatten gehen? Ja, können wir rübergehen. Ihr habt alles durch. Ja, wir sind durch. Du lädst, ja. Alles, alles prima, alles gut. Dank dir. Gerne. Ich glaube, wir setzen uns mal ein bisschen in den Schatten. Ja. Frank-Christian, ich glaube, wir haben dich schon in Videos gehabt und wir haben schon auch über dich und über euch gesprochen. Aber wie immer, stell dich doch mal kurz vor, bitte. Ja, mein Name ist Frank-Christian Hinrichs. Ich bin Geschäftsführer der Indo2Grid GmbH. Ein Projektierungs- und Digitalberatungsunternehmen, das sich um den Nexus zwischen Mobilität und Energie kümmert, wie man ja hier ganz wunderbar sieht. Du kennst das Gelände schon gut, aber deswegen wollten wir heute auch mal so ein bisschen sprechen, wie sieht es eigentlich außerhalb von solchen prototypischen Geländen aus? Ja, wollen wir uns mal was angucken zusammen, genau. Was wir auch sozusagen in der Fläche dann ja, richtig, machen. Genau. Also der EUREF Campus hier ist ja so ein bisschen wie das Muppet-Labor. Kannst du dich noch daran erinnern, vor 30 Jahren, wo die Zukunft schon heute gemacht wird, das Muppet-Labor? Ist das die Zukunft, was wir hier haben? Ladestation, Batteriepuffer? Intelligentes Microgrid, ist das sowas, was ihr hier baut und macht und probiert, um es nachher rauszukriegen in die Welt? Im Prinzip hast du das genau richtig gesagt. Also hier ist sozusagen Reallabor und ich sage mal, der nächste Schritt ist so, dass die Stadt selber zum Labor wird. Mhm. Ja. Und das ist sozusagen unser Transferthema. Das heißt, wir nehmen die Themen, die wir hier im Einzelnen untersucht haben, zusammen, bringen sie sozusagen in ein Beziehungsgeflecht. Und dann heißt es, von solchen komplizierten Aussagen wegkommen und ganz einfache Angebote integriert für Kommunen, für Unternehmen zu machen. Das interessiert uns, das interessiert unsere Gesellschafter. Wir haben ja übrigens einen neuen Gesellschafter jetzt. Wir haben innerhalb des Bahnkonzerns jetzt die DB Engineering and Consulting, also das Ingenieurunternehmen der Bahn. Unser zweiter Gesellschafter Schneider Electric ist natürlich auch an guten Lösungen interessiert, die wir hier ausdenken, mit Partnern erproben und dann für Kunden in ganz Deutschland und darüber hinaus anbieten wollen. Ja, die in Berlin wohnen, die kennen dieses Gelände hier vielleicht schon am alten Gasometer, was ja jetzt auch wieder umgebaut wird zu einem Bürogebäude. Wir sitzen jetzt hier vor der sogenannten Simobase. Was macht die Simobase nicht? Ich überrasche dich jetzt mal. Was macht sie nicht? Was sie nicht macht, ist, dass sie automatisch alle Probleme löst, die wir sozusagen für die Smart City identifiziert haben, sondern sie ist eine Teillösung, betrachtet den Raum der vernetzten, geteilten Elektromobilität und das Ganze
sag mal, System dahinter, Energiesystem und Transportsystem, das ist etwas, was die Simobase gar nicht leisten kann alleine. Das heißt, das müssen wir jetzt sozusagen mit den Verkehrsunternehmen, mit den Energieversorgungsunternehmen absprechen, dass wir nach diesen Prototypen ja eine Lösung auch für städtische und ganz wichtig auch für randstädtische und für ländliche Gebiete entwickeln. Und das ist halt immer ganz unterschiedlich. Es ist in Regionen unterschiedlich, es ist bezogen auf die dortigen Nutzer unterschiedlich. Insofern kann die Simobase auch nicht sozusagen quasi auf Knopfdruck alles leisten, sondern wir müssen immer wieder uns neu erfinden. Das heißt, wir brauchen dann das nächste Thema, zum Beispiel Wasserstoff. Projektieren wir auch Wasserstoff hier vor Ort, haben wir uns jetzt vorgenommen. Schauen wir mal, was als nächstes kommt. Ich gebe dir jetzt mal ein Stichwort und du sagst mir mal die drei Dinge, die dir als schnellstes dazu einfallen. Ich sag mal Verkehrswende. Ohne Energiewende nicht möglich. Wie stellst du oder wie stellt ihr euch den Verkehr in der smarten City vor? Also in erster Linie zielen wir ja nicht auf Technik ab, die alles sozusagen, wie ich es eben schon gesagt habe, auf Knopfdruck hinkriegt, sondern wir zielen vor allen Dingen darauf ab, dass wir, wie man so schön sagt, Use Cases bauen für die Zukunft, also Anwendungsfälle definieren. Komplizierter Ausdruck, aber dahinter steht, dass man sozusagen sich die Funktionen auch von Mobilität erstmal gewahr werden lässt. Und das heißt, Mobilität ist ja ein abgeleitetes Bedürfnis. Es gibt nicht grundsätzlich den Wunsch, mobil zu sein, sondern man will von A nach B kommen. Das heißt, überhaupt erstmal zu fragen, was treibt mich denn jetzt wohin, um dann meine Wahl des dafür passenden Verkehrsträgers sozusagen zu treffen, ist das, was wir eigentlich anregen wollen. Und dann gibt es dahinter vernetzte Lösungen, die das möglich machen, was sonst alles nur mit dem Auto als den sozusagen alles, als den Alleskönner möglich war. Ja. Und deswegen versuchen wir nicht, das Auto zu ersetzen, sondern wir versuchen, das Auto in eine intelligente Reihung von verschiedenen Verkehrsmitteln zu bringen und den Kunden dann einen komfortablen Durchgang durch diese Suite, durch diese Angebotssuite hindurch zu gewährleisten. Das ist eigentlich unser Hauptjob. Ja. Und ich komme da gleich nochmal drauf zu sprechen, weil ich habe da eine steile These und da bin ich mal gleich auf deine Antwort gespannt. Ich bin ja jetzt heute auch hierher gefahren. Wir wollen heute den ganzen Tag drehen. Wir haben noch einiges vor, da kommen wir nachher noch mal zu. Ich bin mit dem Auto hergefahren. Habe ich jetzt heute schon Verkehrswende gemacht? Bin mit dem Elektroauto hergekommen? Also du hast eine Teilverkehrswende gemacht, indem du auf der Emissionsseite lokal besser warst als mit dem Verbrenner. Ja. Du hast aber trotzdem noch ein Auto benutzt, was per se nicht schlecht ist, je nachdem, wie heute dein Need war. Wenn du schnell und komfortabel etwas erreichen wolltest, weil das Wetter es dir abverlangt hast oder du was transportieren musstest, da ist das Auto natürlich ein gutes Mittel der Wahl. Wenn es elektrisch ist, ist es auf der Emissionsseite besser. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass diese Emission nicht nur lokal in Ordnung ist, sondern auch von ihrer Herkunft dann auf Erneuerbaren basiert. Und dann hast du sozusagen schon einen großen Teil der Verkehrswende gemacht. Am Ende geht es aber darum, nicht nur das Auto emissionsarm zu machen, sondern das Auto als einen sinnvollen Teil einer sagen wir, gescherten Mobilitätswelt zu machen, die natürlich eine Verbindung zwischen öffentlichen Angeboten, privaten Angeboten, halb öffentlichen, halb privaten Angeboten darstellt. Das ist dann am Ende die wirkliche Verkehrswende, die zu einer Verkehrsvermeidung am Ende auch führt. Da können wir jetzt gerne auch noch das Thema New Work, also neue Arbeitswelten, reinmischen. Und erst dann sind wir wirklich bei dem gesellschaftlichen Transformationsprozess Verkehrswende angekommen. Also es ist nicht nur Technik, es ist nicht nur Auto, es ist nicht nur E-Bike, sondern es ist sozusagen der ganze Zoo der Angebotsvielfalt, den du hier zum Teil siehst und den müssen wir jetzt wirklich in die Stadt bringen. Jetzt weiß ich, eine kurze Antwort, du bist heute nicht mit dem Auto hierher gefahren, du bist mit dem Fahrrad heute hierher gefahren. Ja. Warum hast du dich denn nun fürs Fahrrad entschieden? Du hast doch gerade gesagt, ich bin mit dem Auto gefahren und das war eine gute Entscheidung. Wetter war gut, ich bin relativ schnell hier gewesen. Ich stand ein bisschen im Stau, es hat mich auch ein bisschen genervt, muss ich sagen, aber letztlich ging es ganz gut. Du bist mit dem Fahrrad gefahren heute, warum? Ja, also ich bin mit dem Fahrrad gefahren, weil genau diese Themen bei mir nicht zur Disposition stand. Ich musste nicht besonders schnell sein, ich musste nichts transportieren und es hat nicht geregnet. Also in dem Fall nehme ich gerne das Fahrrad und wenn ich die Chance habe, ohne ein eigenes E-Bike zu haben, mir jetzt bei mir in meiner Heimatgemeinde
300 Meter entfernt ein E-Bike auszuleihen. Mhm. Ich zeige dir das gerne gleich, wenn du möchtest. Und dann fahren wir doch heute, wenn du zurückfährst, fahre ich mal mit dem Rad und du fährst mit dem Auto. Das ist eine Challenge, ja. Ja, und dann schauen wir mal, wer eher da ist. Wobei, es geht ja nicht um eher da sein. Es geht wirklich um sinnstiftende Nutzen. Besser da sein, passend da sein. Ja? Also das ist mein Thema. Und dann gucken wir uns das mal an, wie das in Kleinmachnow jetzt gelöst ist. Ich finde das toll, dass die Gemeinde und der Landkreis sich dazu entschieden haben. Wir haben da nicht viel überreden müssen, was Land auf, Land ab sehr unterschiedlich ist. Viele fordern das jetzt gerade schon und finden keinen Anbieter. Und da sind wir so ein Intermediär. Wir helfen da, wo noch keine wirklichen Marktlösungen so eins zu eins für den Alltagsgebrauch verfügbar sind und helfen, Zwischenlösungen zu schaffen. Mhm. Und dann helfen wir bei der Skalierung zu einem richtigen Verkehrssystem hin. Ja, das können wir uns gerne angucken. Bevor wir uns ein Teillösung oder so ein Modell, es ist ja auch wieder ein Modell, bei uns mal angucken und wir gleich losfahren, habe ich aber mal noch eine Frage, die habe ich ja angekündigt. Echt? Ja, und zwar, wir haben ja auch mit unseren Zuschauern schon oft und lange diese Themen diskutiert. Ihr erinnert euch dran, in unseren Live-Sendungen und in verschiedenen Videos haben wir dieses Thema Verkehrswende immer wieder andiskutiert und gesprochen. Du hast uns Beispiele genannt. Wir gucken uns auch real heute was ganz Spannendes dazu noch an. Also unbedingt das Video bis zum Ende angucken. Aber steile These. Die Leute wollen keine Verkehrswende. Du hast es gesagt, ich fahre super geil mit dem Auto hierher, ich bin schnell, wenn es regnet, ist auch egal. Ist Verkehrswende wirklich echt ein Burner, der die Leute wirklich, also ist wirklich der Need schon da? Oder entwickeln wir noch in eine Zukunft hinein, die vielleicht von den Menschen noch gar nicht so antizipiert wird? Gute Frage. Wir haben hier 2010 angefangen, die Thematik zu entwickeln, Verkehrswende. Sind dann recht schnell darauf gekommen, dass zu einer vernünftigen Verkehrswende auch ein emissionsfreier Antrieb gehört. Deswegen dann der Sprung ins Energiesystem. Der Mittler dazwischen ist die Ladeinfrastruktur. Das sind alles Themen, die 2010 noch keiner hören wollte. Da hat man noch die Fragestellung, ja, ist es denn der richtige Stecker, ja oder nein? Und brauchen wir das überhaupt? Wir haben dann wirklich seit 2010, muss ich wirklich sagen, bis 2020 eigentlich eine Durststrecke gehabt und sind in der Blase unterwegs gewesen und haben uns alle in der Blase gegenseitig selbst versichert, dass es demnächst bald Thema sein wird. Und es hat bis 2020 gebraucht und ich würde mal sagen, Corona hat teilweise ja gegenteilige Effekte, aber sozusagen seit 2 Jahren spüren wir aus der allgemeinen gesellschaftlichen Diskussion, entwickelt sich jetzt tatsächlich ein partieller Need von Einzelpersonen, von Gruppen, von Nutzern, von Betreibern, die sagen, auch aus Überzeugung selber, wir wollen vor dem Thema nicht mehr weglaufen. Die junge Generation treibt uns dahin. Und wir merken, dass wir jetzt langsam aus der Blase rauskommen. Und wir reden mit klassischen Haushalten, wir reden mit klassischen Betreibern, wir reden mit Projektentwicklern, mit Unternehmensfuhrparkbetreibern, mit den Reisemanagern. Und das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass es jetzt wirklich ernst gemeint ist bei den Menschen und es gibt dann ganz schnell diesen Effekt, dass man wieder ein Enttäuschungspotenzial da hat, wenn sie merken, dass jetzt will ich es haben, mir bietet es keiner an. Genau. Und dann hast wenn du was Neues kaufen willst und hast dich nach einem quälenden Entscheidungsprozess zu einem Produkt durchgerungen und dann sagt dir der Händler, ja, in 6 Monaten kann ich es liefern. Genau. Dann sagst du, ach du Schande. Ja. Und jetzt hast du mir eigentlich einen super Spielball gegeben. Also wir machen jetzt Folgendes. Also wir machen jetzt diese Challenge. Ja, wer kommt besser in Kleinmachnow an? Wie gesagt, wir sind am Euref Campus, müssen jetzt durch die Stadt beide. Du wirst rein Fahrrad fahren oder nimmst du mit die S-Bahn dazu? Nee, also heute ist gutes Wetter. Ich muss nicht schneller sein als notwendig, um dich zu schlagen. Also ich versuch's nur mal mit dem Fahrrad. Wenn ich die S-Bahn nutzen würde, was ich heute Morgen gemacht habe, weil ich da ein bisschen zu spät losgekommen bin. Also heute Morgen bin ich bis zum Mexiko-Platz da in die S-Bahn und dann hier Schöneberg wieder raus. War wunderbar. Knapp 30 Minuten. Wenn ich das Fahrrad alleine nutze, werde ich da wahrscheinlich schon eine Dreiviertelstunde brauchen. Ja. Und das wird schwer, dich zu schlagen, weil jetzt ist nicht viel Verkehr. Ja, aber ich befürchte, es könnte knapp werden. Ja, schauen wir mal. Und dann gucken wir uns in Kleinmachnow euer Projekt an, was ihr gemeinsam mit dem Landkreis und mit der Gemeinde entwickelt habt, nämlich so einen Fahrradausleihcontainer. Aber ich denke, das gucken wir uns einfach jetzt dann mal live vor Ort an. Da sind auch noch ein paar Gäste, die
vielleicht auf uns warten. Schauen wir mal. Doch, es ist mal organisiert. Da wird jemand deine bohrenden Fragen zum konkreten Projekt beantworten. Dann würde ich sagen, wir machen uns auf den Weg. Du holst dir dein Bike, ich steige ins Auto und dann schauen wir mal, wie es in Kleinmachnow ist. Alles klar? Super. Auf die Plätze. Alles klar. Fertig. Los. Auf geht's. Christian, hallo. Hi Julian, welch ein Zufall. Frau Christian, ich habe es geschafft, aber du siehst, ich bin irgendwie total entnervt. Ich hätte natürlich auf dich hören sollen und nicht mit dem Auto, sondern vielleicht genauso wie du eher mit dem Fahrrad fahren sollen. Wie lange hast du gebraucht? Also ich habe jetzt hier knappe 40 Minuten gebraucht. Das ist fein, ja. Das wäre sozusagen gute Konkurrenz im öffentlichen Verbund, also mit der S-Bahn. Kombiniert fahre ich dann genauso, wenn ich den Bus dann hier nehme. Ja, und das ist eigentlich das Pudels Lösung sozusagen, wenn man sagen will. Die Kombination ist entscheidend und vielleicht hat dich das auch überzeugt heute, ja. Wobei du ja eigentlich vorgeprägt bist, ja. Also du bist ja ein angenehmer Kunde, ja. Also mir war das klar, dass du mit dem Fahrrad fast schneller bist als ich mit dem Auto, aber das war schon krass heute. Ich habe also eine Viertelstunde länger gebraucht plus nochmal fast 10 Minuten Parkplatzsuche. Frank Christian, wir sind jetzt hier, wir haben uns ja vorhin schon um Euref unterhalten, wir sind jetzt hier an dieser Mobilstation, von der du gesprochen hast. Ja. Erzähl uns mal ein bisschen erstmal, wer diese Station hier ins Leben gerufen hat und wer, da sind ja auch so Logos abgebildet, wer so dahinter steht. Ja, also die Logos, die wichtigsten sind sozusagen die Absender sozusagen der öffentlichen Einrichtung hier. Das ist einerseits die Gemeinde Kleinmachnow und dahinter steht nochmal der Landkreis, der auch gefördert hat, der Landkreis Potsdam-Mittelmark. Beide kümmern sich gemeinsam darum, dass die Pendlerrealität hier verschoben wird von einem rein autofixierten zu einem multimodalen System. Und das, was wir hier aufgebaut haben für Gemeinde, für den Landkreis, vielen Dank nochmal an beide Institutionen, dass sie das gefördert haben, ist sozusagen ein Pilot, der den Menschen in Kleinmachnow und in der Umgebung zeigen soll, es geht auch anders. Ja, und keiner wird gezwungen, jeder kann es nutzen, es ist aktuell frei. Wenn es tiefer gehen sollte, sollten wir aber noch Experten dazu holen. Ja? Alles klar, dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Mach es schön. Und ich drehe mich mal gleich zu Hanna, hier zu meiner Linken. Hallo Hanna. Hallo. Hanna, du bist von und bist wer? Ich bin die Hanna und komme von GebeTool Connect, bin dort Beraterin und zuständig für die Entwicklung von Energie- und Mobilitätskonzepten. Das heißt, du kennst dich mit diesem Container hier perfekt aus. Erklär uns doch mal ganz kurz, was wir hier so technisch zu stehen haben. Richtig, genau. Also wir haben hier einen einfachen Seecontainer, der ist super einfach und unkompliziert auf- und abbaubar. Wir haben hier eine Abstellfläche für 8 E-Bikes inklusive der gesamten Ladetechnik. Ja, die Energie kommt frisch vom Dach. Wir haben hier 6 Solarplatten installiert mit insgesamt 1,2 Kilowatt Leistung. Die Leistung deckt eigentlich den Bedarf. Wir produzieren hier nämlich sogar mehr, als wir verbrauchen. Leider haben wir aber aktuell noch keinen Speicher. Vielleicht kommt er noch. Der könnte nämlich die Überschussenergie noch speichern und dann auch beispielsweise für die Nacht nutzen. Ja. Hier in dem Technikraum ist die gesamte Versorgungstechnik noch drin, denn der Container ist auch noch am Netz angeschlossen, dass beispielsweise, wenn nachts die Sonne mal nicht scheint, damit eben die Fahrräder geladen werden. Hört sich dann einen ziemlich guten Plan an. Ganz kurze Nachfrage, ist das ein Standardprodukt oder ist das hier einzeln per Hand gestrickt worden? Also das ist ein Standardprodukt. Das hier ist jetzt die Basisvariante, eben nur mit den Fahrrädern. Sie ist noch erweiterbar auf E-Autos. Hier an der rechten Seite könnte man dann noch 2 Wallboxen für E-Autos anbringen
Und eben, man könnte sie noch um einen Speicher erweitern. Perfekt, dann hast du mir schon den genau den richtigen Spielball gegeben, den ich gleich an Daniela weitergeben will. Dir danke ich schon mal ganz herzlich. Bleib noch einen Augenblick bei uns. Daniela, jetzt komme ich mal zu meiner rechten Seite. Daniela, du bist Projektmanagerin und bist sozusagen, haben wir ja schon gehört, auch mitverantwortlich dafür, dass das hier durchgezogen werden konnte. Natürlich auch super in Kooperation mit der Gemeinde. Frank-Christian und ich haben ja vorhin am Eurev ganz viel gesprochen über, ich habe es ja gesagt, Energiewende, Verkehrswende, was alles passieren muss. Wenn wir uns hier umgucken, hier ist ein wahnsinniger Verkehr. Also hier muss sich was ändern. Jetzt steht hier, ich bin jetzt mal ein bisschen frech, jetzt stehen wir hier an einer Mobilstation, wo 8 Fahrräder stehen. Ist das euer Ernst? Sollte es so bleiben oder kommt dann noch mehr? Also ja, das ist unser Ernst, weil irgendwo muss man ja anfangen. Und nein, es soll natürlich nicht so bleiben. Zum Glück sieht die Gemeinde das genauso. Und die Bürgerinnen und Nutzerinnen auch so. Wir wollen natürlich ein System daraus machen. Das heißt also, eine Station reicht nicht. Wir brauchen mindestens noch eine zweite, gut gelegen an einem Nahverkehrssystem. Bestenfalls wären es natürlich sehr viel mehr. Es werden nicht nur mehr Stationen, sondern das Ganze soll natürlich auch Fahrradtypen erweitert werden. Also Lastenräder sind ein Thema, also E-Lastenräder natürlich. E-Roller, ob man die nun mag oder nicht, die können auch mit in das System eingespeist werden. Und klar, irgendwann E-Autos als Ersatz für Zweit- und Drittwagen sind ja auch denkbar. Also Stichwort Skalierung? Stichwort Skalierung, bestenfalls natürlich auch noch während dieser Projektlaufzeit, dass man da auch noch testen kann, wo eigentlich die beste nächste Station wäre. Klar, und das Ganze natürlich auch nicht nur hier in der Gemeinde, sondern natürlich gemeindeübergreifend, weil das ist natürlich das Konzept, was am Ende funktioniert. Die Leute wollen sich ja nicht nur in Kleinmachnow bewegen, sondern vor allen Dingen wollen sie in die Nachbargemeinden. Letzte Frage dazu, und jetzt müssen wir mal ehrlich sein. Wird es angenommen? Also wie viele Nutzer habt ihr? Kannst du dazu schon was sagen? Wie sind die Zahlen? Seid ihr zufrieden bisher? Ich glaube, ihr seid seit Mai hier in Betrieb. Genau, seit Mitte Mai. Wir haben mit gutem Wetter angefangen. Wir hatten jetzt natürlich auch die Ferienzeit. Wir hatten ein bisschen Schlechtwetterphasen. Wir hatten natürlich auch den einen oder anderen technischen Ausfall schon. Die Nutzungszahlen reißen Gott sei Dank nicht ab. Wir haben steigende Nutzungszahlen. Also sowohl die angemeldeten Nutzer nehmen zu, als auch die Ausleihen nehmen zu. Und das freut mich total, weil das ist ein Zuspruch für das System und spricht dafür, dass wir dringend hier weitermachen müssen. Und das ist ein perfektes Schlusswort. Die Zahlen sind gut, die Technik funktioniert immer besser. Und das ganze Ding könnt auch ihr bei euch in der Gemeinde sicherlich organisieren, so oder ähnlich. Aber das ist ein tolles Beispiel. Und ich würde sagen, das war ein anstrengender und ein langer Tag für uns. Erst zum Eurev, dann wieder hier zurück, ihr noch mit dazu. Also mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich darf euch ganz, ganz herzlich an der Stelle danken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns alle hier über dieses Projekt zu informieren. Und ihr wisst, was am Schluss kommt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da für unseren Kanal. Dann wissen wir auch, dass euch das interessiert. Und natürlich auch einen Daumen nach oben. Das freut uns umso mehr. Und wenn es euch nicht gefallen hat, das wisst ihr auch, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach unten geben. Aber dann schreibt doch bitte in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat. Und Stichwort Kommentare, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr vielleicht Lust habt auf so ein Projekt, das bei euch umzusetzen, wenn ihr welche Ideen, Anmerkungen auch immer zu diesem Projekt habt, dann schreibt das bitte wirklich in die Kommentare rein. Wir gucken uns das an, Daniela, Hanna und Frank-Christian natürlich auch. Und dann schauen wir mal, wie das hier weitergeht. Und dann hoffe ich, dass wir uns hier vielleicht im nächsten Jahr wiedersehen oder im übernächsten Jahr, wenn die nächsten Stationen eröffnet werden. Und damit verabschiede ich mich von euch. Ich entlasse euch in den Feierabend. Und ich mache auch Schluss für heute. Bis zum nächsten Mal. Wir sagen Tschüss aus Kleinmachnow. Ciao. 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 Bewegung. Das ist eine Kamera, die um die Ecke guckt. Also so? Ja, das ist was ganz Neues. Also Julian. Ja, genau.